Was geht ab, Freunde? Und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen FIFA 18 FIFA Talk. Das heißt, wir reden heute wieder über 5 Themen rund um FIFA 18 und starten auch schon direkt rein ins erste Thema. Und hierbei geht es um einen Song, den Gustav Friedland FIFA veröffentlicht hat. Bei dem geht es um den Kommerz im Bereich der FIFA. Und das solltet ihr euch unbedingt anschauen. Ein sehr, sehr interessantes Musikvideo, ein sehr, sehr interessanter Text. Unbedingt reinschauen und ihm auf jeden Fall auch eine Bewertung dalassen, einen Kommentar dalassen. Das Video, der Text, der Inhalt, der ist einfach wirklich sehr, sehr interessant, also checkt das gerne mal ab. So, weiter geht's dann mit der KK-SBC und zwar ist die ja jetzt rausgekommen und da habe ich auf jeden Fall die Lösung für euch am Start und zwar eben beide SBC-Lösungen, beide Teil-SBC-Lösungen. Insgesamt kostet das Ganze so circa 100.000 Münzen und das ist für so eine Karte wie KK auf jeden Fall nicht viel, deswegen würde ich euch wärmstens empfehlen, diese SBC auf jeden Fall zu machen. Wir machen weiter mit einem Hack in FIFA 18 und zwar ist es hier möglich, die gegnerischen Spieler zu steuern. Das hat der gute Mann, oder nicht gute Mann, WL_is_hacked_lol geschafft. Und zwar hat er einfach wirklich die gegnerischen Spieler in der Weekend League gespielt und somit halt eben auch Eigentore und so gemacht. Und deswegen hat er halt die Partien gewonnen. Richtig crazy, dass das möglich ist. Das Ganze war aber auch nur auf dem PC so und der Hack müsste, glaube ich, schon wieder gepatcht sein, aber auf jeden Fall richtig krass, dass das möglich ist, dass einige Spieler einfach die gegnerische Mannschaft anspielen können. Wirklich crazy, schreibt mir dazu in die Kommentare, ob ihr sowas auch schon mal hattet. Vor einigen Tagen wurden neue Karten in FIFA 18 reingepackt und zwar zum Beispiel eben Mina oder Sanja oder Tevez. Das sind einfach Karten, die bis jetzt noch nicht wirklich drinnen waren und dazu habe ich euch ein Video verlinkt, wo alle Karten, die jetzt neu dabei sind, einfach mal aufgezählt sind und man sieht dort eben die Werte, die Mannschaft, die Nation und so. Also da seht ihr wirklich alles. Das Video ist vom MadHD Gamer. Schaut euch das einfach an, das ist gut zusammengefasst und dort seht ihr die neuen Karten in FIFA 18. Und zu guter Letzt habe ich noch ein paar Fails und Bugs von euch mit reingepackt. Das Ganze könnt ihr mir immer auf Instagram schicken. Dort heiße ich FIFA_Allstars_David. Und ja, schickt mir dort einfach eure komischen Momente in FIFA 18, sage ich mal. Und zwar ist hier zum Beispiel einmal eine Non-Rare Gold-Karte für 200 Münzen weggegangen. Das sollte ja eigentlich nicht möglich sein. Und hier eben auch sowas Ähnliches. Da konnte auch jemand die Karte für 200 Münzen reinstellen. Das ist einfach so, wenn Karten neu geupdatet wurden oder neu reinkommen, dann verbuggt EA das oder verkackt es eigentlich im Endeffekt. Die Price Range richtig anzupassen und deswegen ist sowas eben teilweise möglich. Und ja, dann haben wir hier zum Beispiel noch den Lingard, der komplett verbuggt ist, also das sieht ja mal richtig weird aus. Und als letztes nochmal was richtig lustiges, wie ich finde, und zwar einfach hier diese eigentliche Goldkarte, ich denke das ist Bodebu, glaube ich, oder ich bin mir auch gar nicht ganz sicher, auf jeden Fall als Linksverteidiger bei Wycombe 50er Rating und Bronze in so einem klassischen Goldpack und das ist einmal richtig weird. Keine Ahnung, was da passiert ist, aber das ist auf jeden Fall auch ein Fail, den ihr mir eingeschickt habt. Okay, Freunde, das war's auch schon wieder mit dem heutigen FIFA 18 Video. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne mal einen Daumen nach oben, da würde mich sehr, sehr freuen und natürlich auch unterstützen. Ich habe jetzt auch ein neues Mikrofon, wie dem einen oder anderen vielleicht aufgefallen ist. Und ja, Leute, dann haut rein, habt immer High Hopes, bis zum nächsten Mal und ciao!